Hallo, mein XBX, euren YouTube-Kanal. Nach langer Zeit kommt doch wieder mal ein Video. Eigentlich wären es vielleicht mehr. Ich finde das toll, dass das Video mit der Kaffeemaschine so toll ankommt. Und ich habe das Kommentar gelesen, der Cappuccino wird nachgereicht. Ich habe dann vor, eigentlich ein ganzes Review zu machen, eine Besprechung, wie die Kaffeemaschine ist, weil ich habe sie jetzt doch 2 Jahre. Und da will ich das Thema mit einer, wie man die entkalken tut, weil das muss die einmal im Monat muss ich die entkalken und das mache ich das gemeinsam zusammen. Dann wird es Kaffee gemacht für dich, lieber Abonnent. Und wird auch gezeigt, wie es entkalkt wird, was für Besonderheiten und das Ganze, wie ich dann darauf eingehe. Jetzt gibt es ein neues Unboxing. Da jetzt ein Spieleladen, Game.punkt, eine Aktion gehabt hat, PlayStation austauschen und meine PlayStation doch schon eine Release-PlayStation war und ich habe sie jetzt ausgetauscht gegen eine PS4 Pro. Von denen her wird es ein Unboxing der PS4 Pro gehen, liebe Leute. Schaut zu und hoffe, ihr habt einen Wie Erfolg. gesagt, wir haben jetzt das auch. Hallo nochmal zurück. Ich habe einen kleinen Schnitt jetzt gemacht. Hoffe, die Kameraeinstellung ist nicht allzu blöd. Da habe ich das Sackerl von den Spieleladen, muss man jetzt nicht erwähnen, die zahlen mich ja nicht dafür, dass ich Werbung mache für ihnen. Also mal packen, das mal vor. Und hier ist das gute Stück. Eine PS4 Pro, schwarz. Passt ideal zu, da ihr wisst, dass ich die Xbox One X Scorpio Edition habe. Passt natürlich dazu. Dafür natürlich habe ich einen 4K-Fernseher dafür, sonst wäre ich auch fahren. Hätte sich viel Sinn. Machen wir mal das Schnippelchen da mal auf. Mein Unboxing-Train von der PlayStation 4 Pro hat jetzt nicht viel Sinn, ich weiß, weil es hat ja schon ein paar gegeben auf YouTube, aber ich kann es mir halt nicht nehmen lassen. Na, komm los, du gutes Stück, Adria. Ich werde vielleicht ein Video auch noch dazu machen von der Festplattenumbau. Gibt auch schon etliche Videos, ich weiß, aber da ich ja eine 2 TB rein tue, was ich in der PS4 schon drin gehabt habe in der alten, macht sich das Ganze sinnvoll. Eine Karte tut sich gerade am Sackerl aufgeilen. Oh, geil. Hoffentlich kriege ich den Derbestreik. Ist ja wurscht. Wie gesagt, nichts Spektakuläres. Eine weiße Schachtel. Machen wir mal auf. So. Globerbier. Globerbier, zweiter Teil. Bisschen rau. Aber ich denke mal, jeder, was eine PlayStation schon mal gehabt hat oder wie auch immer, kennt sich aus. Globier, dritter Teil. Na bitte, also, wer will, der kann lesen, viele Sachen. Aber, was haben wir da überhaupt? Das ist Deutsch. Garantie. Sicherheitsanleitung. Und eine Kurzanleitung. Naja. Denkt man, jedes wird ein HDMI-Kabel anstecken können, Internetkabel anstecken oder WLAN anrichten und bla bla. So, dann holen wir mal dieses Ding da raus. Einen schönen langen Karton. Machen wir natürlich den das Unboxing einmal, das ist ja logisch, weil das Highlight bleibt natürlich noch schön drinnen. So, machen wir da auf. Nichts kaputt machen. So, was haben wir da Spannendes? Ein Kabel. Oh, das hat sogar, ist ein dicker, es ist nicht so ein Rasiererkabel, wie ihr seht. Das ist so ein Kaltgerätekabel. Ich weiß nicht, wie man das halt sagt. Das ist der dickere auf jeden Fall. Die PS4 hat so ein Rasierapparatkabel, sage ich dazu. Ich weiß nicht, wie es in Wirklichkeit heißt. Ein USB-Ladegerät für den Controller. Kann man brauchen. Einmal Controller aufladen. Ich bin schon gespannt, wie der Controller ist. Ich hatte ja den Original-Controller und bei der ersten Revision. Und der hatte ja das Problem mit den Gumminuppen. Die sind abgegangen. War bei mir auch der Fall. Habe ich gewundert, dass der Umtausch da keine Schwierigkeiten gemacht hat. Hat gesagt, ist okay. Also das perverse Headset Sony, mein nicht böse, das könnt ihr euch schenken. Ja, das tut nur in die Ohren weh, also meine zumindest, und Klang ist zum Müllhorn. Aber es ist halt dabei.
ein HDMI-Kabel mit 4K-Qualität. Wobei, da habe ich schon eins drüber, die PS4 auf der alte habe ich schon oft angehängt gehabt mit einem HDR. Die hat auch schon HDR gekonnt, das ist irgendwie nachgepatcht worden. Ob sinnvoll war oder gutes HDR war, sei es dahingestellt. Aber es war ein Versuch. Schauen wir mal auf den Controller. Das gute alte Herzstück. Schön. Ja, schaut im Prinzip genauso aus, nur glaube ich. Genau, hier diese Leuchtbar, ich weiß nicht, ob man das sieht in der Kamera. Machen wir es nochmal. Sieht man es? Denke schon. Da oben die Leuchtbar. Das ist der Vorteil jetzt da von gegenüber den alten. Weil Beispiel bei GTA bei der Polizeiverfolgung sagt, hat er blau rot geblinkt und das hast du da nicht gesehen. Ich meine, das war da so viel wie sinnlos. Haben sie es geändert, dass es da oben auch ein bisschen durchscheint, finde ich einmal prinzipiell gut. Ich hoffe auch, dass die Akkulaufzeit besser ist, weil, liebe PlayStation Sony, die Akkulaufzeit von dem Controller ist miserabel. Wenn ich so denke, der PS3-Controller hat lang gehalten und der nicht. Und man nur so eine Idee, vielleicht könnte man das Licht einfach mal ausschalten. Der hat auch schon weniger Strom brauchen. Man kann zwar dimmen auf schwach, aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Aber ich verlaube mich ja schon wieder wie ein herzlichen. Der Akku wird auch schon leer. Na, das ist wieder gut. Wäre wieder mal gut vorbereitet. So typischer YouTube. Und da kommen wir zum. Durch die verhältnismäßig schwer. Ich glaube, dass die Vierer die alte rechte ist. Bin mir jetzt nicht sicher. So, packen wir sie aus. Das schöne, gute Stück. Natürlich habe ich sie wieder verkehrt herum. Kann ja nicht anders sein. Nicht kaputt werden gleich am Anfang. Oh, und da ist sie. In wunderschönen Schwarz. Und hier ist der Festplattenschacht, da wo wir die Festplatte dann umbauen. Da nehme ich euch natürlich mit. Ja, da hat es einen Internetanschluss. Ein USB, der ist extra ein dritter USB dazukommen, glaube ich, für die PSVR, für die virtuelle Realitätsbrille da. Dann hat es den Lichtanschluss, da geht es nochmal, ich weiß nicht, wie der heißt. Den gibt es ja bei der PS4 Slim ja nicht mehr. Dann gibt es den blöden Kameraanschluss. Wenn man eine Kamera hat, ich meine für PSVR zum Beispiel. HDMI ist logisch. Stromkabel ist auch logisch. Dann gehen wir rum. Nix. Da ist auch nichts. Da ist schön das PlayStation Logo, das finde ich schön in Silber. Dann schauen wir mal vorne. Der USB. Ja, die Knöpfe finde ich jetzt pervers. Weiß nicht, ob man das sieht, aber hier sind die Knöpfe und der USB-Stick, also USB 2. Und die Knöpfe zum für die PlayStation ein- und ausschalten und CD rausnehmen. Finde ich jetzt nicht so gelungen. Sony-Logo, PS4. Wäre aber schön, wenn das auch in den schönen Zielbild da wäre, Sony. Ich meine nur so Design. Ich meine, ihr könnt mich ja einstellen als Designer. Habt sicher gute Ideen. Meine Karte spielt sich gerade mit dem Sackerl oder mit ihrem Leben. Schauen wir mal, was das als nächstes wird. Das schauen wir von unten, was mir gut gefällt. Hier sind die PlayStation-Tasten. Das Dreieck, Kreis, das Kreuz, X, Viereck, Kreis und so weiter. Also das finde ich grundlegend dumm. Das heißt, ich kann auch nicht mehr wackeln und hinten ist das PlayStation-Logo in Schwarz. Finde ich auch nicht so schlecht, ja? Also, weiß ich da, in Schwarz. Finde ich prinzipiell einmal nicht schlecht, aber ja, da sie bei mir eigentlich immer so steht. Ist das okay. Und das Wackeln von der alten PS4, weil die hat dann nicht so rundum und dumm gehabt, die Standfüße, sage ich mal. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich mache noch einen Festplattenumbau. Aber weiß nicht, ob sich das auszahlt oder nicht. Ich mache ihn halt. Weil ich haue die 2 TB auf jeden Fall rein. Weil ist auch schon knapp gewesen bei der 4er, bei der normalen, die 2 TB teilweise. Und ich habe zwar halbwegs schnelles Internet, mein halbwegs, mein 250 Mbit. Ist zwar nicht die Welt, aber man kann schon downloaden. Also bei der Xbox, bei der ersten One, war es so, dass das Downloaden von Spielen schneller gegangen ist als das Installieren von CD. Das ist mittlerweile mit der X
Xbox One X nicht mehr so. Also ich muss sagen, da haben sie gut verbessert, Microsoft. Daumen hoch. So, danke fürs Zuschauen und schaut in den nächsten Videos. Euer Bea. Ciao, ciao.